Hallo Leute, der Grauton hier mit einem kleinen Update zu Projekt Grauton. Denn wie ihr sicherlich gemerkt habt, habe ich meine ursprünglich angekündigte Frequenz von ich werde euch jede Woche ein Video präsentieren und jeden Tag mitverfolgen sozusagen nicht eingehalten. Das hatte mehrere Gründe im Prinzip. Der eine davon und tatsächlich auch primäre Grund. Zunächst einmal war, dass ich gemerkt habe, dass dieses Format meinem eigentlichen Ziel extrem entgegengegangen ist. Nämlich, dass ich mir ja vorgenommen habe, mehr Zeit für mich, mehr auf mich fokussieren, mir mehr Zeit einräumen, gesünder leben und so weiter und so fort. Dem ist dieses Format so ein bisschen entgegengegangen. Weil, ja, ich schon in den ersten 2 Wochen, wo ich es gemacht habe, gemerkt habe, dass halt in so einem Video für so eine Woche, wo ich dann eben die Sporteinheiten zusammenschneide und so weiter und so fort, dass da Stunden und Stunden und Stunden von Arbeit drin stecken. Und ich habe ja im ersten Video geschildert, dass ich, ja, dass ich das, dass im Moment mein Balance, in wie ich meine Lebensinhalte gewichtet habe, sozusagen, total aus den Fugen geraten ist und dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich jetzt darauf achten, dass ich wieder ordentlich schlafe, nicht mehr irgendwie bis 3 Uhr nachts an einem YouTube-Video sitze, weil es unbedingt am nächsten Tag kommen muss und so weiter und so fort. Und schon, ich glaube, also in der ersten oder der zweiten Woche von diesem Projekt Grauton-Videos gleich, saß ich dann wieder bis 3 Uhr morgens an so einem Video, weil ich unbedingt wollte, dass es am nächsten Tag rauskommen kann, weil ich mir das vorgenommen habe. Und ja, da gehen einfach etliche Stunden rein und ich hatte ja eigentlich geschildert, dass ich meine Zeit, die ich mit Videoinhalten verbringe, dass ich die eigentlich reduzieren möchte. Und damit ich mehr Zeit für mich habe. Und so habe ich dann also entschieden, dass ich diese wöchentlichen Updates lassen werde. Und ja, hatte auch eigentlich schon ein Video dazu aufgenommen, aber habe mich da halt so schwammig ausgedrückt, weil ich noch nicht wusste, wie genau ich es jetzt handhaben möchte, das Ganze. Und deswegen habe ich es dann irgendwie nicht hochgeladen und dachte, mache ich demnächst. Und mittlerweile sind halt fast 2 Monate um seitdem. Und es hat aber leider Gottes auch noch einen zweiten Grund. Also das war der ursprüngliche Grund, weswegen ich schon nach 2 Wochen entschieden habe, nee, ja, das möchte ich jetzt nicht machen. Der zweite Grund ist, dass, und das muss ich so gut Deutsch sagen, dass ich es einfach verkackt habe. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also ich wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich hatte jeder schon mal so einen Moment, wo er sich große Ziele setzt und das werde ich jetzt alles ändern und das werde ich jetzt alles besser machen und so weiter. Und dann exakt das Gegenteil eintritt, wenn das nicht so läuft wie geplant. Und genau das ist bei mir in den letzten 2 Monaten leider passiert. Ich habe ja, ihr habt ja vielleicht ein paar von diesen Videos hier gesehen. Ich habe eigentlich, seit ich diese, ja, Prognose, also oder diese Diagnose, dass ich Langzeitzucker oder dass ich Diabetes habe und extrem hohen Langzeitzuckerwert habe, habe ich eigentlich eine konstante Entwicklung nach oben genommen. Immer mal mit so kleinen Bumps, aber insgesamt habe ich mein Leben wirklich zu einem sehr viel gesünderen und sportlicheren Leben gewandelt und war damit eigentlich ganz zufrieden. Bin dann in der zweiten Hälfte des letzten Jahres durch viele Krankheiten und so weiter, ging das irgendwie so ein bisschen wieder bergab und dann hatte ich also mir dieses Projekt Grauton vorgenommen. Jetzt mache ich alles anders, jetzt sorge ich dafür, dass ich gesünder bin, jetzt schlafe ich mehr, jetzt mache ich meinen Sport wieder noch aktiver und jetzt ernähre ich mich gesund und so weiter und so fort. Und das hat dann diese ersten 2 Wochen eben auch gut geklappt und dann bin ich aber wieder krank geworden, konnte wieder keinen Sport machen. Dann konnte ich wieder 1, 2 Tage Sport machen, war offenbar noch nicht fit genug, bin wieder krank geworden oder sehr angeschlagen, so dass es halt für Arbeit noch gereicht hat, aber für Sport halt nicht. Ja, und bin so richtig, hab halt gemerkt, wie ich in diese Downward Spiral, diese Abwärtsspirale, das habe ich gesucht, diese Abwärtsspirale wieder reingekommen bin. Und das halt tatsächlich, lasst mich mal kurz gucken, wann das erste Video war, seit ich entschieden habe, ich werde jetzt hier den Sport machen. Ja, also vor über 2 Jahren. Also das erste Mal seit über 2 Jahren bin ich wirklich extrem in so eine Abwärtsspirale geraten. Ja, also wo die halt mein Leben früher bestimmt hat.
Und ja, habe seitdem eigentlich viel zum Positiven geändert. Und ja, dann kamen eben diese extrem langen Krankheitsphasen. Dann wollte ich mich gerade aufraffen und dann wurde ich wieder runtergezogen. Und ja, das erste Mal seit über 2 Jahren bin ich dann wirklich in so ein richtiges Loch gefallen. Sowohl emotional, das habe ich ja schon mal thematisiert, dass der Sport für mich, also ich bin, ja, was heißt keine gefestigte Person. Ich bin so, was mein Berufsleben und so weiter angeht, bin ich eigentlich extrem gefestigt und auch mit ich als Mensch, aber so was meine Emotionen angeht, komme ich sehr leicht ins Trudeln, sage ich mal. Und der Sport war für mich immer ein wichtiger Ausgleich, um das auszugleichen. Und ja, ich habe gemerkt, wie wenn der mal wirklich lange wegbricht, wie meine Laune und mein Wohlbefinden sich wirklich massiv verschlechtert. Und meine Reaktion darauf dann leider dieses Mal nicht war, hey, dann sollte ich jetzt aber dafür sorgen, dass zumindest die anderen Aspekte, nämlich die Ernährung und der Schlaf und das um mich kümmern, dass das passt, sondern bin komplett, das muss ich so deutlich sagen, ich bin komplett in meine früheren Muster von vor meiner Zuckerdiagnose zurückgefallen. Das muss ich so einfach sagen. Also wirklich alles drum und dran. Wieder viele Softdrinks, zwar light, aber wie gesagt, da ist zwar kein Zucker drin, aber dafür jede Menge Chemikalien, die auch die Organe angreifen und so weiter und langfristig sogar schädlicher sind wahrscheinlich als die zuckerhaltigen Getränke. Also viele Softdrinks. Auch, naja, jetzt nicht massiv Alkohol getrunken, aber wieder mehr Alkohol getrunken als vorher, massiv wieder Fleisch gegessen, sehr oft bestellt, also, und ja, und das Ganze halt, während ich meinen Sport nicht wirklich wieder aufgreifen konnte. Es ging jetzt im letzten Monat wieder, aber auch da habe ich gemerkt, wie selbst dieser Sport, der mir immer so gut getan hat, wie ich selbst auf den so, ja, manchmal keine Lust mehr hatte. Ich habe ihn immer noch gemacht, aber halt dann auch eher so zweimal die Woche, dann auch mal 10 Tage nicht und dann wieder zweimal, im Gegensatz zu vorher 4, 5 Mal die Woche Sport. Ja, also ich habe mich wieder ernährt wie früher, also wirklich wie Scheiße auf gut Deutsch und gleichzeitig konnte ich meinen Sport dazu nicht machen. Ja, und bin da wirklich komplett reingerutscht, bis ich das jetzt halt final endlich mal erkannt habe. Ich dachte eigentlich, die letzte Langzeitzuckermessung hätte dafür gereicht, weil da hatte ich wieder einen Langzeitzuckerwert von 7, wo ich vorher, wie gesagt, bei 6,2 war. Oder 6,4. Also auf jeden Fall in einem sehr viel gesünderen Bereich. Ja, und mir war halt schon, also die war im Dezember und mir war halt schon ganz klar, das wird jetzt wieder schlechter sein und 7 war da noch das Best-Case-Szenario, muss ich wirklich sagen. Also das war halt wirklich so, okay, irgendwo zwischen 7 und 8 habe ich gedacht, was beides halt klar im Zuckerbereich ist, aber 7 war da noch das Best-Case-Szenario und das war es dann auch. Und dann, da hatte ich nochmal so einen Moment, wo ich dachte, okay, aber jetzt komm, jetzt zieh ich es wieder durch und jetzt power ich wieder durch. Ja, und das hat dann 2 Tage geklappt und dann war ich wieder in dieser Spirale drin. So, und jetzt, ja, habe ich vor ein paar Tagen quasi diesen Entschluss gefasst. Ich darf das jetzt nicht so weitermachen, weil sonst bin ich ganz schnell gesundheitlich wieder da, wo ich vor einer Weile oder vor 2 Jahren war oder vor 3 Jahren war. Nur, dass bei Diabetes das ja nicht so ist, ja, ist dann jetzt mal kurz so und dann mache ich es jetzt halt wieder besser, sondern im Prinzip jeder Tag, wo mein Zucker zu hoch ist, das muss man so deutlich sagen, verkürzt halt mein Leben. Jedes Mal, wenn ich übertreibe, verkürzt das halt mein Leben. Klingt ein bisschen drastisch, aber das war diese Erkenntnis, die ich mir wieder in den Kopf rufen musste. Und ich lebe an sich sehr gerne und würde das auch gerne noch eine Weile tun. So, und von daher habe ich wirklich dann jetzt gesagt, okay, ich schreibe mir meine Ziele, die ich jetzt habe, wirklich auf. Habe, ja, hatte hier, ich hatte hier noch ordentlich Cola Light und so stehen, habe das wirklich alles weggeschüttet, so, und habe gesagt, nee, ich mache jetzt nicht mehr meinen klassischen Move von wegen, das trinke ich jetzt noch alles weg und so, damit, ja, damit ich einen Abschluss habe sozusagen, habe gesagt, nee, Schluss jetzt damit, und ja, habe mir quasi jetzt Ziele aufgeschrieben, die ich euch auch gleich sagen werde. Und ja, ich hoffe sehr, dass ich, ja, dass es jetzt wieder Klick gemacht hat, weil
Ich kann euch wirklich nicht sagen, was da passiert ist. Also bei mir ist es wirklich so, also ich war emotional, körperlich und ja, von meiner Gesamtsituation halt wirklich, wirklich in einem richtigen Loch. So, ich hatte auch sehr wenig Energie, habe sehr wenig Lust auf alles gehabt und war wirklich in so einem richtigen Loch aus Matsch, aus dem ich jetzt wieder rauskommen musste. So. Und ja, das muss ich jetzt letztendlich machen. Und ja, will aber hier wirklich auch gar keine Ausreden sagen. So, es kann jetzt auch gern jeder, der da vor 2 Jahren geschrieben hat, so, es gibt Leute, die machen und es gibt Leute, die reden, du bist Zweiteres, kann jetzt auch gerne sich auf mich stürzen und sagen, ja, habe ich doch gewusst. So, ich kann für mich sagen, ey, ich habe 2 Jahre lang mein Leben wirklich in eine sehr positive Bahn gelenkt und im Vergleich zum Anfang bin ich immer noch topfit. Es war scheiße jetzt diese letzten 2 Monate. Und auch der nächste Langzeitzuckerwert wird halt nicht toll sein, weil ich es jetzt halt eben nicht direkt nach dem letzten geändert habe, sondern so weitergemacht habe erstmal. Aber ich hoffe und werde euch darüber auch informieren, ich hoffe, dass ich es jetzt gereilt habe und besser mache. So, und damit kommen wir mal zum Jetzt, zum Ist-Zustand und dann meinen Zielen, die ich habe. Und ich habe mir überlegt, wie gesagt, weil dieses Projekt Grauton, wie ich es mir eigentlich gedacht habe, funktioniert ja so nicht, wie ich ja, wie ich das für mich gedacht habe. Weil, wie gesagt, das ist war auch kein vorgeschobener Grund, dass ich euch das nicht sagen wollte, sonst würde ich es euch jetzt auch nicht sagen, dass ich halt in den letzten Wochen und Monaten das nicht so gut gemacht habe, sondern das Format funktioniert einfach nicht so, wie ich mir das gewünscht und gedacht habe. So. Deswegen habe ich mir überlegt, ich werde das zu insofern als regelmäßiges Format belassen, dass ich euch immer, wenn mein Langzeitzuckerwert gemessen wurde, also alle 3 Monate letztendlich, dass ich euch da ja, so ein kleines Video zu machen werde, wie der Zustand ist, was sich in den letzten Monaten hoffentlich verbessert hat, aber natürlich auch, was es eventuell für Rückschläge gab, was ich für Sport mache und so weiter und so fort. Ja, und hoffe, dass ich dann euch in 6 Monaten und einem Jahr, das sind nämlich meine 2 Zeiträume, die ich mir gesetzt habe, euch ja, berichten kann, dass ich meine Ziele einhalten konnte. So. Ja, und das ist jetzt gleichzeitig auch die Aufforderung. Ich werde jetzt euch gleich sagen, was ich vorhabe. Ja, und ihr dürft mich, wenn ihr seht, dass ich es anders mache, dürft ihr mich dafür ruhig bashen. Ja, dann dürft ihr ruhig sagen, ey, das ist richtig scheiße, was du da gerade machst. So, und weil, ja, wie gesagt, das ja, ist vielleicht das, was mir auch manchmal so ein bisschen fehlt, dass mir jemand sagt, ey, das finde ich nicht gut, dass du es jetzt wieder so schleifen lässt. So, damit zum Ist-Zustand. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie mein Gewicht war beim ersten Video, aber ich glaube, es war so um die 70 Kilo rum. Also in einem vollkommen okayen Bereich. Es ist jetzt auch immer noch in einem okayen Bereich, aber ich habe jetzt halt innerhalb von 2 Wochen wirklich, 2 Monaten wirklich extrem zugenommen. Also sagen wir mal innerhalb von 6 bis 8 Wochen extrem zugenommen wieder durch meine scheiß Ernährung und so weiter. Ich bin von diesen 70 Kilo oder 72, wo ich glaube, es waren 72, aber ich habe dann noch mal ein paar Tage später gemessen. Also ich war so bei 70 Kilo rum. Ich wiege jetzt zum heutigen Stand, wo ich das aufnehme, 75,6 Kilo. Also hab so, je nachdem welcher, ja, Gewicht schwankt, aber sagen wir mal so, ich habe so um die 5 Kilo zugenommen in 6 bis 8 Wochen, was schon echt ziemlich, ziemlich krass ist. So, und ich auch, also ich habe auch so eine richtige Plauze wieder. So, also man sieht es mir jetzt beim Rest vom Körper wahrscheinlich nicht so an, aber ich habe so eine richtige Plauze. So, mein Langzeitzucker war wie gesagt bei 7,0. Was noch okay war, ich fürchte fast, dass der nächste vielleicht sogar noch einen Ticken höher ist, dadurch, dass ich es eben nicht ändert habe direkt danach und erst jetzt es eingesehen habe. Wurde, wie gesagt, Ende Dezember gemessen. Die nächste Langzeitzuckermessung ist im März. Da werdet ihr dann also das nächste Video von mir sehen. Und ja, ich erwarte, dass es da entweder im selben Bereich ist oder halt vielleicht sogar ein bisschen höher, was halt nicht gut ist, weil dann sagt mir das, ey, der Zucker war jetzt schon wieder ein halbes Jahr einfach viel zu hoch. So.
Ja, so, und jetzt zu meinen Zielen, die ich mir gesetzt habe. Das erste Ziel habe ich mir gesetzt für die Sommerschließzeit auf Arbeit. Also wenn ich in den Sommerurlaub gehe sozusagen, der ist festgesetzt, das ist Ende Juli, da werde ich dann das erste Mal, also ich habe mir gesagt, am 25.07., also in genau einem halben Jahr, von dem Zeitpunkt, wo ich das Video hier aufnehme, möchte ich mir meine ersten Zwischenziele setzen. Und die sind, dass ich erstmal wieder auf 70 bis 72 Kilo kommen möchte. Also mein Wunschgewicht, sage ich mal. So, weil ich bin nur 1,68 groß. Das heißt, oder also irgendwo zwischen 1,68 und 1,70. Das heißt, ja, das wäre so mein Wunschgewicht, wo ich hin möchte. Also irgendwo, ja, sagen wir mal, irgendwo zwischen 68 und 72 Kilo. Ja. Dann, ich habe jetzt wieder mit DDP Yoga angefangen. Das ist sozusagen ein Sport-Yoga-Programm vom ehemaligen Wrestler DDP, Diamond Dallas Page, der damit seine Rückenprobleme und so weiter angegangen ist und was eben, ja, von allen, Fitnessseiten und Bewertern und so weiter als sehr, sehr positiv angesehen wird. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, das wieder zu machen, weil ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, mein Rücken ist halt ziemlich kaputt und ich stehe schief und ich habe überall Verspannungen. Unter anderem habe ich hier so Verspannungen, dass wenn ich meinen Arm kurz hebe beim Zähneputzen, wird mein Arm schwach, weil hier alles abgedrückt wird. Ja, und dieses Yoga hat den Vorteil, dass es halt ohne Gewichte auskommt. Das heißt, ich mache mir, wenn da irgendeine Fehlhaltung habe oder was falsch mache, zerschieße ich mir meinen Rücken nicht so, wie wenn ich mit Gewichten eventuell was falsch mache. Ich denke, wenn ich das nächste Mal mit Gewichten arbeite, dann ja, muss ich bis dahin entweder meinen Körper ganzer bekommen haben oder ich brauche halt wirklich jemanden dabei, der mich konsequent kontrolliert. Ja, dieses DDP Yoga gibt es in mehreren Abstufungen. Ich habe mich da jetzt für das Schwerste entschieden, für Advanced, weil ich habe ja einen gewissen Fitnesszustand. Ja, ich habe meine Probleme, die aber mehr von Verspannungen und so herrühren, aber meine Beine und so sind an sich recht trainiert. So, und deswegen habe ich mich dafür das Schwerste entschieden. Die gehen auch immer 3 Monate, die Programme, und ich habe mir halt vorgenommen, das halt bis zum Sommer jetzt erstmal zweimal durchzuziehen. So, ich habe das heute auch neu gestartet sozusagen und habe mir vorgenommen, dass ich in 2 Monaten das also zweimal gemacht haben möchte, beziehungsweise ich halte mir offen, es einmal normal durchzuziehen und dann zweimal sozusagen nur die zweite Hälfte davon zu machen, weil die halt intensiver ist. Es hat halt natürlich wie jedes Programm so eine Aufbauphase und theoretisch, wenn ich dann am Ende davon bin, dann macht es ja wenig Sinn, wenn ich wieder zur Aufbauphase dann übergehe, ne? Wenn ich dann bei der hohen Intensität schon bin. Deswegen halte ich mir offen, danach quasi einfach die zweite Hälfte davon zweimal zu machen. Genau, das ist das eine Ziel, dass ich das bis dahin zweimal durchgezogen habe, weil ja, als ich das eine Zeit lang schon mal intensiv gemacht habe, habe ich halt gemerkt, wie diese ganzen Verspannungen und Fehlhaltungen und so, wie das einfach wirklich besser geworden ist. Weil im Moment müsst ihr euch vorstellen, für mich ist gerade in die Hocke gehen und mit geradem Rücken vorbeugen, ist für mich Anstrengung pur. Nicht, weil meine Muskeln das nicht von der Kraft her aushalten, sondern weil einfach das so verspannt ist, dass das einfach dadurch schon ultra anstrengend ist. Für mich ist auch sowas wie Pilates oder so Dehnübungen, das ist für mich viel schweißtreibender als so Sachen mit Gewichten und so. Weil, ja, weil einfach ich so verkrampft und verspannt bin. So, also das ist das eine und dann möchte ich halt sobald es morgens und abends wieder halbwegs hell ist, möchte ich meinen Arbeitsweg dann eben auch wieder mit dem Fahrrad bestreiten. Das ist dann also auch 5-mal die Woche nochmal 36 Kilometer, die ich fahre. Ja, und diese beiden Sachen zusammen sollen dann so mein Sportprogramm sozusagen gestalten, sodass ich eben ja einmal den Sport habe und durch das Yoga aber gleichzeitig eben auch meinen Rücken kräftige, die Muskeln entspanne und so weiter und so fort. Und ich denke, wenn ich das schaffe, diese beiden Sachen zusammen durchzuziehen, dann wäre das schon mal ziemlich gut und ziemlich krass. Dann habe ich mir vorgenommen, bis Sommer, also zur übernächsten Langzeitzuckermessung, meinen Langzeitzucker wieder auf höchstens 6,2 zu bringen. Also er darf nicht höher als 6,2 sein. Das ist aber genau genommen immer noch im leichten Diabetes, also im ungesunden Bereich, sage ich mal. Diabetes habe ich jetzt. Also selbst wenn ich im normalen Bereich bin, habe ich trotzdem Diabetes. So, also mein Ziel ist, ihn wieder auf höchstens 6,2 zu bringen, wo er also vorher war. Besser noch auf 5,7, weil das ist der Bereich, wo man sagt, bis dahin ist gesund, sozusagen. Also 6,2 ist das Minimalziel, 5,7 wäre das Optimalziel.
Und ich habe mir jetzt nochmal hinter die Ohren geschrieben. Ich habe es hier aufgeschrieben und hoffe, dass wenn ich da drauf gucke und vorhabe, wieder einzuknicken, dass ich dann sage, nein, du hast es hier geschrieben, mach es nicht. Ich habe mir vorgenommen, dass ich wirklich privat also diesmal wirklich auf Fleisch verzichte und also den Fettgehalt meiner Speisen massiv reduziere. Ich bin halt immer noch unschlüssig. Auf Arbeit ist es halt so, da wird es halt sowieso gekauft. Und da es bei mir eher gesundheitliche Aspekte hat, da gibt es auch nicht oft Fleisch, also so ein, zwei Mal die Woche. Da war es nämlich öfter mal so, wenn das Fleisch dann im Essen mit drin war halt, dann habe ich halt auch ab und zu einfach mal gar nichts gegessen, was ja auch wieder nicht gut ist. Das überlege ich mir noch, ob ich dann sage, okay, ich nehme mir an den Tagen halt wirklich dann selber was mit, oder ob ich halt sage, ich esse auf Arbeit einfach das mit, was kommt. Das weiß ich noch nicht, aber ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, privat bei mir zu Hause oder im Umfeld kein Fleisch mehr. Ja, Fett reduzieren. Weil das war wirklich in letzter Zeit wieder extrem viel. Es war richtig so eine Gegenreaktion. Ich habe eine Zeit lang kaum und dann so bäm, jetzt aber alles reinschaufeln. Dann, weil das in letzter Zeit eben auch wieder mehr geworden ist, habe ich mir vorgenommen, so auch hier, wenn ich alleine bin, so kein Alkohol mehr zu trinken. Also dass im Prinzip kein Alkohol mehr außerhalb von wirklichen Anlässen, ja, also so Geburtstage oder weiß ich nicht, Hochzeiten, irgendwelche Feiern so, da ist es dann, finde ich, auch okay, wenn ich da mal ein bisschen was trinke, oder weiß ich nicht, wenn wir unseren die Graum Hoch Awards haben oder so, aber eben auch wirklich nur deshalb, also dann, also dass ich nicht sage, ein Stream ist ein Anlass, um Alkohol zu trinken, ja, also wirklich, dass ich sage, bis zur Sommerschließzeit außerhalb von, oder nee, sagen wir mal auch nicht mal sowas. Nicht mal irgendwie E3 und so ein Kram, sondern ich sage wirklich, kein Alkohol mehr außerhalb von wirklichen Anlässen wie Geburtstagen, Hochzeiten, blablub. Ja, dass ich wirklich sage, da kann man mal was trinken in Maßen und dann ist okay. So, damit einhergehend, passt nämlich auch, weil ich hätte dann gar nichts zu mixen mehr, wirklich Wasser trinken. Keine süßen Getränke, auch nicht Wasser mit Sirup oder sonst was, keine süßen Getränke, und vor allem keine Softdrinks, keine Cola Light. Ich habe das vor einer Weile schon mal probiert, und habe dann schnell wieder aufgehört, weil ich gemerkt habe, wie sehr ich meine geringen Schlafzeiten im Prinzip damit ausgeglichen habe, dass ich mir einfach Koffein ohne Ende reingeballert habe und dann mal gesagt, ja, ich brauche nicht mehr als den Schlaf. Und dann habe ich es mal weggelassen und habe gemerkt, wie im Arsch ich einfach war, wenn mir das gefehlt hat. So, und da habe ich, oh Gott, ich muss, in Anführungszeichen, immer diese Ausreden, die man im Kopf hat, und habe wieder angefangen. So. Und das ist jetzt quasi das Ziel, wirklich keine Softdrinks mehr, nicht mich künstlich hochpushen, wenn mein Körper mir eigentlich signalisieren würde, Zeit fürs Bett. So, mal ganz abgesehen von der ganzen Chemie und der ganzen Scheiße, die da drin ist. Ja, also Wasser. Und eben zusammen mit, ach, jetzt habe ich hier, das war jetzt doof, einmal essen, zweimal trinken, einmal essen. Und eben auch hier nochmal kein Essen mehr bestellen. Wie gesagt, davon war ich eigentlich schon fast weg, habe ich kaum noch gemacht und in letzter Zeit irgendwie wieder so keine Motivation zum Kochen, keine Motivation dazu und dann einfach oft Essen bestellt, was ich ab jetzt auch wieder lassen will und werde. So. Und dann etwas weiter vorausgreifend, die Ziele bis zum 25.01.2021, also in einem Jahr zum Zeitpunkt der Aufnahme, ja, dieses reduzierte Gewicht, was ich mir bis zum Sommer vornehme, das möchte ich eben halten, beziehungsweise gegebenenfalls, also wenn es wieder mehr werden sollte, dann möchte ich das eben durch Muskelaufbau erreichen. Ich möchte mich dann quasi, wenn ich mein Zielgewicht erreicht habe, dann auch um aktiven Muskelaufbau kümmern und mich bis dahin eben auch informieren über Ernährung und Training und so weiter und so fort, damit ich dann eben auch ein bisschen darüber Bescheid weiß. Und ja, möchte mich einfach zu diesem Thema ein bisschen belesen. Da nochmal danke an Nikra, der mir ein sehr, sehr interessantes Buch dazu geschenkt hat, nämlich so ein Buch über ja, Ernährungsmythen sozusagen und das so Ernährungstipps gibt und Ernährungsmythen behandelt. Ja, das werde ich jetzt auch bald angehen. Ja, dann möchte ich beim DDP Yoga sozusagen, wenn ich zweimal dieses Advanced-Ding durchhabe, hoffentlich habe ich dann ja eine gewisse Kraft aufgebaut und möchte dann eben ein eigenes Programm planen. Das ermöglicht die App eben auch. Hashtag Werbung.
fällt mir gerade ein, denke ich, wahrscheinlich. Ja, ich habe mir das halt gekauft und bin davon überzeugt und finde das gut. Aber ja, da ich jetzt drüber rede, so, man kann aber in der App auch ein eigenes Programm planen sozusagen. Ja, und möchte dann eben ein Programm planen, was sozusagen eine Steigerung zu dem Advanced-Ding ist. So, das ist halt das Ziel, dass ich das dann weitermache. Ja, und ich möchte mir dann eben auch für den Winter, also weiter Fahrrad fahren natürlich, und mir dann für den Winter eben auch so ein Fahrradtrainingsgerät holen, damit ich das Fahrradtraining auch im Winter aufrechterhalten kann. Wenn ihr euch jetzt fragt, na klar, man kann auch im Winter Fahrrad fahren. Das Problem ist wirklich nur, ich bin Brillenträger. Und als Brillenträger nachts unterwegs zu sein, das wissen vielleicht die Brillenträger unter euch, ist manchmal so schon scheiße, weil dir Lichter entgegenstrahlen, wenn die Brille dann auch nur minimal dreckig ist, wie meine gerade, dann spiegelt sich alles in dieser Brille und wenn es dann noch regnet, dann hat man richtig schön ein Problem. Ich bin zweimal im Regen im Dunkeln zur Arbeit gefahren und danach habe ich gesagt, das mache ich nie wieder, weil ich werde dabei draufgehen irgendwann, 100 pro, weil du siehst nichts, du siehst nur noch Regentropfen, dann kommt dir noch Licht entgegen im Dunkeln. Du hast keine Chance, mal abgesehen davon, dass ich ein Stück weit durch den Wald auf einer Straße fahren muss auf meinem Arbeitsweg. Du hast keine Chance zu sehen, falls dir irgendwas entgegenkommt. Du siehst nicht, was auf dem Boden ist. Das ist einfach nur lebensgefährlich. Deswegen fahre ich im Winter und also wenn es dunkel morgens und abends ist, fahre ich nicht mit dem Fahrrad. Das ist halt einfach schlicht lebensgefährlich. Punkt. So, ja, und deshalb möchte ich mir für den Winter so ein Trainingsgerät holen. Sowas kann man auch relativ kostengünstig selber bauen. Das hat mein Vater mal gemacht und ich werde ihn fragen, ob er mir sowas auch vielleicht ja, machen kann, sozusagen. Ja, damit ich mein Fahrradtraining aufrechterhalten möchte, kann. Optional, ich habe es jetzt hier mal hingeschrieben, ich träume ja schon, seit ich das ganze Ding hier angefangen habe, hatte aber nie Disziplin dafür, träume ich ja von einem Sixpack. Das ist aber wirklich optional. Also das ist jetzt absolut kein Must-Have. Es geht mir darum, im Prinzip gesund zu sein und einen gesunden Körper zu haben. Aber wenn das auch nur andeutungsweise vielleicht irgendwann da wäre, würde ich mich schon freuen. Kann ich nicht lügen. Ansonsten einfach den ganzen Körper kräftigen und so weiter und so fort. Den Langzeitzucker, den möchte ich im gesunden Bereich einfach halten. Also im gesunden Bereich bringen und halten. Also ich möchte dann spätestens wirklich im gesunden Bereich wieder sein und es da auch halten und dann auch letztendlich final von den Tabletten wegkommen, die ich jetzt eben auch wieder nehmen muss, weil ich so geschlust habe. Ja, das ist ein Ziel. Ein Handicap habe ich. Ich werde im Herbst wahrscheinlich zwei Nasen-OPs machen müssen, weil, ja, habe ich auf Twitter schon mal geschrieben, ich halt im Sommer, habt ihr auch schon gesehen, einfach so, ja, bin ich einfach RIP. So, die Nase ist so zu, da, ich bin einfach komplett im Arsch in der Allergiesaison. So, und da hilft auch kein Nasenspray, nichts. Und ja, das werde ich wahrscheinlich operieren lassen müssen und das wären wahrscheinlich zwei OPs. Wenn das so sein sollte, muss ich die sportlichen Ziele halt irgendwie anpassen, aber dann auf jeden Fall die Ernährung und so weiter bereithalten. Ja. So, sorry für den kurzen Schnitt. Ja, das. Genau, Langzeitzucker. Da ist das Ziel also quasi in spätestens, aller spätestens einem Jahr, das wieder in den gesunden Bereich zu bringen und dort zu halten, ohne Tabletten. So, also dass ich die Tabletten wieder loswerde und dann auch losbleibe davon. Genau, und ja, das alles soll dann trotz möglicher OP und so weiter, ich weiß auch nicht, wie groß dieser Eingriff ist. Also was bei mir der Fall ist, ist, ich habe ein Loch in der Nasenscheidewand. Also irgendwo hier ist ein Loch. So, und was dadurch passiert ist, dass eben die Luftzufuhr da immer durchgeht und quasi hinten alles verklumpt und verschleimt und so weiter und so fort. Außerdem die Verbindung zu den Ohren halt total dämlich ist. Dadurch habe ich hier auch dauernd Ohrenschmerzen. Und dadurch helfen, und dadurch ist halt im Sommer meine Nase einfach komplett zu, weil da, wo die Nase zu ist, quasi auch die Luft, also die Luft nicht hinkommt, so richtig und auch so eine Nasendusche und so da halt nicht hinkommt, sondern einfach davor durch das Loch wieder rausfließt. So, dadurch hilft das halt alles nichts und ich muss halt Nasenspray nehmen. Ja, diese OP war quasi jetzt auch schon für diesen Winter angedacht, aber es hat halt wirklich für mich mit Arbeit und so weiter, es hat für mich halt alles nicht gepasst und ich muss es halt außerhalb der Allergiesaison machen, die halt leider für mich schon Ende März, Anfang April losgeht. Ja, deswegen Ende des Jahres. Was dann passiert ist, mir wird, Entschuldigung, falls es jemand nicht hört, mir wird hier vom Ohrknorpel entnommen.
da reingepflanzt, der muss dann fest wachsen und dann kommt halt ein paar Wochen später nochmal eine OP, wo das dann irgendwie alles glatt und gerade geschliffen wird und so weiter und so fort. Ja, ich weiß nicht, wie aufwendig das ist. Wahrscheinlich dadurch, dass ich meine Nase über die letzten Jahre mit Nasenspray schon so zerballert habe, wahrscheinlich relativ aufwendig, weil wahrscheinlich alles bluten wird wie Sau und so. War bei meiner letzten OP auch schon so. Denn ich hatte ja schon mal eine, weil ich davor andauernd aus den Ohren geblutet habe und so weiter, was auch an der Nase lag. Yay. Ja, ich weiß nicht, wie aufwendig das ist, wie viel Zeit mich das kosten wird und so weiter und so fort. Das Ziel ist auf jeden Fall bis dahin, mich so gut wie möglich aufbauen, in der Zeit dann keine Scheiße bauen. Das, woran ich jetzt also gescheitert bin, dann keine Scheiße bauen und dann eben weitermachen und mich so gut wie möglich fit halten. Denn wo dieses ganze Sportprogramm und alles hinführen soll, mein einziges Ziel, was ich bisher dann für den Sommer 2021 habe, weil soweit kann man nicht vorausplanen, aber ein Ziel, was für mich ganz fest steht, ich möchte im Sommer 2021 meine nächste Fahrradtour durch Deutschland machen. Das steht für mich ganz, ganz doll fest, dass das für mich da passieren soll, sozusagen. Und ja, da möchte ich quasi ja, drauf hintrainieren und noch fitter sein, noch weiterkommen als dieses Mal und so weiter und so fort. Vielleicht ja dann diesmal auch mit Begleitern. Ich habe mir auch vorgenommen, sehr weit im Voraus, ich werde die dieses Mal auch dokumentieren. Also dazu wird es Vlogs geben. Wahrscheinlich aber erst im Nachhinein gibt es dann so ein großes Video oder mehrere Videos dazu. Ja, weil ich keine Lust habe, mir da einen Laptop mitzuschleppen oder sowas, den ich mir auch kaufen müsste. Ja, aber das ist jedenfalls das eine große Ziel für 2021. Da möchte ich eine groß angelegte Radtour machen wieder. Und ja, das ist im Moment der aktuelle Stand. Also, wie gesagt, ich habe es in den letzten 2 Monaten, oder gibt es auch gar kein Drumrumreden und gar kein Rechtfertigen und sonst was, ich habe es in den letzten 2 Monaten einfach verkackt. Bin in so eine Abwärtsspirale gekommen und am Ende war ich richtig in so einem Sumpf drin, aus dem ich mich jetzt lange, lange, lange nicht befreien konnte. So. Ja, und wie gesagt, wer mich dafür jetzt bashen möchte und sagen, ich hab's doch gesagt und so weiter, der soll das tun. Auf der anderen Seite, wer in seinem Leben noch nie was verkackt hat und noch nie in ein Loch gefallen ist und noch nie irgendwas falsch gemacht hat, ja, der kann gerne den ersten YouTube-Kommentarstein werfen. Das ist mir persönlich relativ egal. Für mich ist wichtig, dass ich hoffentlich jetzt draus gelernt habe, einmal mehr, und mich jetzt wieder besser um mich kümmere. Ich bedanke mich bei jedem, der mich supportet auf dieser Reise. Ich bedanke mich bei jedem fürs Verständnis, für die ja, für die motivierenden Kommentare, für die Zuneigung und so weiter und so fort. Das hilft mir persönlich wirklich sehr. Ich freue mich da immer sehr drüber. Genau. Und ja, dann werde ich euch also quasi im März das nächste Mal informieren, was ja, bei meinem nächsten Langzeitzucker rausgekommen ist. Ich vermute, wie gesagt, leider nichts allzu Gutes. Also ich hoffe, dass wenn ich es jetzt ändere, dass ich dann den Langzeitzucker zumindest gehalten habe auf 7,0 und ja. Aber ab jetzt geht's los, dass ich quasi im Sommer auf einem normalen Level ankommen möchte. Wieder. Und ja, das war's von mir. Schon wieder Ewigkeiten viel länger als gedacht. Eigentlich wollte ich das nur ganz kurz, so 10 Minuten nebenbei aufnehmen. Aber ihr kennt mich, kurz kann ich nicht. Ja, jetzt werde ich noch kurz austrudeln und dann ins Bett, weil im Moment, wie gesagt, viel, viel, viel ansteht, so arbeitsmäßig und so weiter und so fort. Hab auch für dieses Wochenende quasi alles abgesagt, damit ich eben Zeit habe für, ja, um ein bisschen Zeug hinzukriegen. Ja, vielen Dank an euch für eure Aufmerksamkeit, für euren Support. Und ja, dann sehen wir uns mit dem nächsten Video von diesem Format oder eben mit unseren Hauptformaten, also GauTV, WrestleMania, den Raustausch, wofür auch immer ihr hier seid. Ich freue mich über jeden, der sich auch ein bisschen für mich interessiert. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Rauton und ciao.